Oh nee, ich erinnere Bist mich du schon? gerade an das letzte Mal, dass ich hier stand und so dachte, ich habe echt keinen Bock auf den Pott. Bist du schon Hallo, am ich bin Aufnehmen? Luke. Willkommen zu Bioshock mit Nöldermit. Der Hallo. Chris. Und ich habe gerade Zieldummy aus Plasmid. Und wenn als nächstes kommt, na, weiß ich's, wo ist es? Als nächstes kommt Electrobolt. Verwende doch den Ziel damit, der ist noch relativ cool. Nö, ich hab glaub letztes Mal. Damit Schau kannst du mir Leute mal die Map kanalisieren. an. Ah ja, ah ja. Ist überhaupt nicht groß oder so? Ich sehe sie halt nicht, ist halt verzögert. Ja, du. Ja, er gibt seinen Kommentar zu allem mal wieder 30 Sekunden verzögert oder so. Ey, verklag Steve, ist ihr Problem. Ja, mach ich. Okay. Ich befolge Okay. alle seine Gebote. Ja, ist eine große Map. Diese Leuchte da. Okay, hier Ach. unten gehen wir wohl zuerst hin, denn da scheint es relativ zuzuschlagen. Einfach mal Oder haben wir reißen einen Big Daddy auf? Tut das nicht weh? Ach, das ist genau unsere Art von Ah, Ruhr. verdammt. Warte mal, das ist Elektrobolt. Elektrobolt ist scheiße, dann kommt Zorn. Wir warten noch ein bisschen, bis das Ding zweimal vorübergeht, dann haben wir Abfackeln 3. Das ist nicht schlecht. Was machst du in der Zwischenzeit? Dumm rumstehen? Dumm rumstehen und. Okay. Was Ja, ist könntest du denn zumindest irgendwas quatschen. Ja, ich nehme an, du schaust Hallo. meine EchoVision Let's Plays nicht. Nein, ich lasse jetzt eine Tonbandaufnahme laufen. Okay. Um reinzukommen. Einen der Schlägertypen am Tor bestochen. Es ist schrecklich hier. Rechts von mir liegt eine tote Frau auf der Straße. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Aber ich habe überall diese hingesprühte Parole gesehen. Atlas lebt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. Na, Kleine? Wie geht's deinem Engel? Ist ja überhaupt nicht irgendwie pädophil oder creepy, wie du diese kleinen Mädchen anfällst immer. Schaust du etwa meine Let's Plays? Nee, aber es ist ja grundsätzlich mal vom Konzept her relativ fragwürdig. Popau! So, jetzt kannst du mit kleinen Kurven zu. Ist voll überhaupt effizient. Wer weiß? Eigentlich will. Eigentlich. Gib mir meinen Raketen! Oh, das ist ein Wärmeschuh, du Fahrzeug. Sache, die Die ich noch sind. nie benutzt habe. Die sind super gegen Big Daddy, schätze ich. Ich habe Müssten noch nie wohl. benutzt, das letzte Mal, als ich mich Nein! habe. Nein! Man hat sowieso viel zu viel Scheiß, wenn Oh, man. jetzt streiche ich über die Stirn und das hilft. So, nimm deine Medikamente. Und schön die Augen zumachen, schön schlucken. Das klingt noch merkwürdiger als alles, was ich gesagt habe. Sieht einfach die Animation an und wie sie dann noch so halb stöhnt. Oh. Warte mal, wo war das Medipack? Hier. Hallo? Ah, da. Hallo. Heilen. Es hat doch sicher schon mal jemand ausgerechnet, ob man jetzt wirklich mehr Edit bekommt, wenn man diese kleinen Mädchen einfach, glaube ich, zerreißt und eben die Schnecken rausreißt. Ich könnte die letzte Little Sister einfach mal töten. Und dann sehen, Einfach ob zum. ich komplett das andere Ende bekomme. Ich glaube schon, der war natürlich was. Irgendwie, man muss wirklich alle retten, muss gut bekommen. Hallo, Zumindest was ich gehört habe. Ich muss mich jetzt leider helfen. Typ. Ach, wenn ich voll keinen Bock habe. Dann zerstör sie doch einfach. Nee, Kameras sind immer nützlich. Ja, schon, aber wenn. Ja, gut, du musst wissen. Wenn du dich offenbar genug überwinden kannst. Ehrlich gesagt, ich finde so Minispiele noch cool. Ändert ein bisschen so den Verlauf des Spiels mehr oder weniger und zumindest in Mass Effect 2 und in waren sie sehr gut positioniert in Alpha Protocol. Außer in Alpha Protocol, da ist während du gehackt hast noch das Spiel in Echtzeit weitergelaufen. Und du hattest teils echt Stress, um das Zeug noch in letzter Sekunde machen. Also ja, ja, ist was? realistisch. Drama 2. Nein, nein, Alpha Protocol 2. Alpha Protocol. Ah ja, ah ja. Gutes Spiel. Hab ich noch nie gespielt. Das ist ein Scheißspiel.
Ja, aber im Alpha-Protokoll ging dann auch alles weiter und... Schön. Aber das Spiel hat dich ja auch immer... Ich geh mal hier hin. Ich geh mal hier weg. Ich geh mal hier hin. Ich geh mal hier weg. Ich geh mal hier hin. Du? Ich geh mal hier weg, okay. Ach so. Spielst mit dem Lift rum. Bleib ich. Ja, eben, aber das Spiel Alpha Protocol hat einen ja auch immer konstant unter Stress gehalten. Ich bin der scheiß Prediger. Ich rede euch allen Unsinn ein. Ich bin Vollidiot. Atlas! Alter Quatsch, Fontaine! Fontaine! Oh, wieso verzichtest du so viel Jahr runter? Halt die Fresse, Fontaine, ich hab keinen Bock auf deinen Scheiß. Oh, hallo. Au. Ist auch schade, Ryan war ein interessanter Antagonist. Fontaine ist einfach nur ein Arschloch. Du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Flieh der Herr? Nur. Hallo, Herr. Wie heißt du denn? Weil so, Brian war doch irgendwie geistig verwirrt und irgendwie ein Genie oder ein Irrer, keine Ahnung, aber Fontaine ist einfach nur ein kriminelles Arsch. Okay, keine aber gut. Aber gut, deswegen ist ja auch Fontaine der böse Endboss-Gegner und Ryan ist irgendwie gewissermaßen unser Opfer. Dass du auch das Telekinese-Plasmid nicht mehr hast, Luke. Also, bei dem Granatwerfer hat's dir geholfen. Nee, das ist schon vorbei. Aber Telekinese ist doch so eine coole Fähigkeit. Also, ich würde das nehmen, was auch immer ich haben könnte. Na gut, vielleicht noch Feuerbälle schießen, aber... Oh, lol, hallo. Und tschüss. Ich bin voller Blut! Ich hab dich doch gar nicht angeschossen. Komm jetzt her, dann musst du mal mehr geben. Ich glaube, die Dame meinte nicht wegen Verletzungen. Sie muss einfach so bluten. Das war ein Mann. Achso, nein, das ist ein Kerl, der aber Blut. Vielleicht hat er auch schon Probleme, oder? Ja, die sind alle irgendwie komisch drauf. Ich wollte niemanden verletzen! Ach, ich lustig finde. So viele Plasmide sind eigentlich darauf ausgelegt, dass du nur mit dem Schraubenschlüssel durch Rapture ziehst und alle Leute auf den Kopf haust. Kann man das Spiel wirklich so durchspielen? Nee, das war ich nicht irgendwie. Ich fass jetzt schon viel zu schauen. Ja, aber ich meine, wenn du jetzt alle Plasmide drauf... Alle... Weißt du, so wie das im Blut? Alles auf Axt, alles auf Schraubenschlüssel. Du machst es uns beiden nur schwer! Kau. Also ich meine, vielleicht könnte man Stealth-Gameplay machen. Meinst du so, ja gut, aber da brauchst du wirklich das Unsichtbarkeitsplasmid, oder? Und ja, es geht ja auch im Plasmid, deine Schritte sind extrem gedämpft. Ja, okay, aber manchmal wissen die einfach, wo ich du bist. Ich hab schon wieder Ziel, Dami. Wie lange spielen wir jetzt? 8 Minuten und das hat sich schon wieder komplett wiederholt? Schaubar. Wow. Schätze, deine Notizen waren nicht ganz, deine Quellen waren nicht ganz zuverlässig. Was für Quellen? Keine Ahnung, du hast dir ja Notizen gemacht, wann was kommt, oder? Ja, nicht wann was, nur in welcher Reihenfolge. Achso. Und man hat nicht genau eine Ahnung, wie lange es geht oder wie. Telefon, hat der hallo, war. Ich möchte nach Hause. Hast du überhaupt E.T. gesehen? Hast du E.T. gesehen? Habe ich. Ich nicht. Ist ein cooler Film grundsätzlich, aber. Ja, halt ein Kinderfilm eigentlich, mehr oder weniger, kann man wohl sagen. Also ich hab bei Crack was anderes gesehen. Oh, hallo Big Daddy. Ist das geil texturiert, diese Wellscheibe. Aber ich finde... Was willst du? Nochmal ein kleiner Schuss gegen Burial at Sea, dem Bioshock 3 DLC oder Bioshock Infinite. Ich habe mir ein LP davon angeschaut, das sieht so bescheuert aus. Die Unreal Engine 3 sieht so richtig dreckig und düster und so alles aus und das sieht... Chris, und das passt Chris, einfach. Chris. Ja? Was kommt für Musik, wenn Snake in Metal Gear Solid rumschleicht? Rumschleicht? Ich weiß nicht. Ich kenne nur die Action-Musik-Mucke, wenn er entdeckt wurde und wenn er Leute in die Fresse schlägt. Aber ich brauche die, wo er rumschleicht, weil ich gerade rumschleiche. Warte mal. Du.
Okay, das ist es nicht, aber ich schätze, du hast halt jemanden. Wahrscheinlich. Papa. Ja, genau. So, tot. Du. Ich habe nur das Geräusch meiner MG nachgemacht. Okay. Oh, hallo. Ja, du solltest. Wir haben hier alle Leichen. Jetzt habe ich, glaube hat eins gebracht. Wir haben alle Leichen in unserem Keller, aber der hat sie in der Badewanne. Auch ein guter Ort, sie zu lagern, oder? Nee. Ach, die ist mir gar nicht aufgefallen. Hat die überhaupt was? Nee. Ho! Aber sie sieht cool aus. Tschüss! Was? Tschüss, liebe Leute. Wiedersehen. Hier, brenne. Brenne für deine Sünden. Brenne für Salem. Brennen muss Salem. Oh, wo kommen die überhaupt her? Die lagen da und ich habe nicht drauf geachtet. Ich Du, brenne! Es ist unhöflich, auf schlafende Leute zu treten. Aber ja, was wollte ich sagen? Burial at Sea. Das sieht aus wie fucking Disneyland. Oh nein, die Waffen sehen viel zu sauber aus. Burial at Sea sieht aus wie fucking Disneyland. Das ist nicht Rapture. Du durchschaubar hältst? Ich halte dich nicht für durchschaubar. Du stehst hier irgendwo und ich habe keinen Plan, wo. Du bist nicht durchschaubar. Du bist nicht durchsichtig, nicht transparent. Aber, dass du was Transparentes anziehst. Jetzt bin ich durchschaubar. Wieso sollte ich mich darüber freuen? Weil ich unsichtbar bin, deswegen. Wieso kann ich eigentlich WhatsApp aufheben? Oh, hallo, Daddy. Wieso sind die überhaupt da, frage ich mich. Ich meine, Rohrzange musst du aufheben. Wenn sie dir Schrotflinten in anderen Levels hinlegen, von mir aus, weil die könntest du theoretisch auch ignoriert haben. Wieso auch immer man das tun würde. 16 Franken für so ein Medipack ist immer gut. Das sind Dollar, Luke, keine Fragen. Das war der Witz an der Sache. Du bist lustig. Ehrlich gesagt, das ist auch so cool. Ach, Bioshock steckt voller cooler Ideen. Und eine ist wirklich, dass die Typen sich dann nachher vergiften, wenn sie die Medistation benutzen. Dass sie die Medistation überhaupt benutzen, ist cool. Hier komme ich also nicht drin, okay. Aber weißt du, was ich auch cool fände? Kann mir irgendjemand Gegner kommen, denn ich habe einen Witz, den ich parat habe, der nur so lange geht, solange ich mein Plasmid hier noch habe. Und wenn du die Revive-Station irgendwie auch erobern willst, kommt wenn, da immer, Imker. Wenn da immer Big Daddy oder so drin die du erstmal töten musst, um dich nachher dort reviven zu müssen. Weil die haben ja eine Klemm dafür, wieso du die Revives verwenden kannst. Aber. Das ist die Muttermilch! Wäre mechanisch noch lustiger. Das ist die Muttermilch? Bitte was? Was labert er? Das ist die Muttermilch. Sicher ist das die Muttermilch. Was auch sonst? Mein Gott. Oh Gott, das Diese Lied. Die sagt nur noch Liedersplice hat. Oh, hallo MP. Gib mir gerade mal 5 Patronen, ich hab... Oh, hast du dich drüber beschwert, dass es zu viel Spider-Splicer gibt in Fort Frolic, weil die dir nichts überlassen? Und jetzt beschwerst du dich, dass es zu viele Elite-Head-Splicer hat? Weil die zu viel fressen! Ach, die sind kugelresistenter? Elite-Head-Splicer, logisch fressen sie nicht. Ich hab's für dich getan, Vater! Die Wieso nimmst du nicht Antipersonen-Muni oder sowas in der Richtung? Weil ich das für die Pussy-Ernte benutzen muss. Das ist eh das Coolste, die multiplen Munitionsarten, wie in Alpha Protocol. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch nur die Munition verwendet mit der Mann. Tschüss. Du warst ich habe hab eh nur die Betäubungsmuni verwendet, weil alles andere hat sich nicht gelohnt. Das war irgendwie einfach nur Schrot. Das ist mein Let's Play, dem du hier in meinen Let's Play kommst und über irgendein Spiel redest. Ja, ist halt mit Verzögerung ein bisschen schwer. Ah, Monopoly, na Quatsch, ein Angriffsplan. Wie komm ich hier rein? Ich habe auch keine Ahnung mehr. Irgendwie habe ich mich reingebackt, glaube ich, oder so. Oder ich habe, ich habe, glaube ich, alles rausgezogen mit dem Luke Telekinese Plasmid. Wart mal, Sicherheitssender, wie lange müssen wir warten? Das finde ich auch cool. Dieses Foto von Ryan mit den ganzen Pfeilen. Chris, wir müssen warten auf Winterblast, auf Zieldummy, auf Electrobolt, auf Zorn, auf Abfangen, auf Hypnotize, auf Insekten und dann erst kommt Telekinese. Ah ja, stimmt, das ist ja Zeug, wo du Teils gar nicht hast. Ja, so lange bin ich hier auch festgesessen und habe gewartet, weil irgendwie kommst du da nicht rein.
Schreibt's in die Comments, falls ihr doch wisst, wie man reinkommt. Falls verdammt, man aber ich will das alles. Ist das jetzt wirklich nur der Waiting Game? Offenbar. Kannst du überhaupt... Weißt du was? Wir haben die 20 Minuten noch nicht voll, aber dann machen wir hier den Cut. Ich warte, ich hole mir das Zeug und dann sind wir wieder da beim nächsten Part. Okay, und dann gut. Haben wir die Munition. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Luke.